Freust du dich auch, wenn du jemanden schon lange nicht mehr gesehen hast und der sich trotzdem noch an deinen Namen erinnert? Aber mir geht das so. Wenn ich jemanden treffe, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe und mir kommt sein Name in den Sinn und er fängt an zu strahlen, das ist einfach herrlich. Ich finde es schön, dass wir etwas Einmaliges sind. Das ist eine tiefe Sehnsucht in uns hinein, dass wir nicht nur einfach eine Nummer in einem Computer sind, sodass man uns kennt, dass wir etwas Besonderes sind. Schon der Prophet Jesaja erzählt von dem, er sagt, Gott segnet unsere Namen total wichtig. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich möchte eine kurze Geschichte dazu als Erläuterung anbringen. Der Martin kommt normalerweise zuerst heim von der Schule. Ja, seine Mutter arbeitet. Aber heute ist es anders. Als er heimkommt, ist die Wohnungstür schon offen und die Mutter erwartet ihn. Sie kommt ihm entgegen. Da dreht sich der Martin um, er geht noch mal raus und springt runter vors Haus. Seine Mutter ist ganz erstaunt. Ja, sag mal, freust du dich nicht? Ich bin extra früher heimgekommen, weil ich dich mal erwarten wollte. Wieso springst du jetzt wieder weg? Da bleibt Martin stehen. Er ist ganz aufgeregt und sagt, weisst Mami, jetzt machen wir es so. Ich gehe noch mal runter mit den Kindern spielen und in ein paar Minuten machst du dann das Fenster auf und rufst raus, Martin, weisst, das ist so schön, wenn du meinen Namen rufst und dann sagst, Martin, ich bin schon da. Komm heim. Das ist vielleicht eine lustige Geschichte, wie sich der Martin verhaltet. Aber ich finde sie ganz gut verständlich. Auch mir tut doch das gut, wenn jemand meinen Namen ausspricht. Auch mir tut es gut, wenn mich jemand versteht. Und ich bin ehrlich, ich kann noch gern, wenn ich heimkomme und schon jemand auf mich wartet. Tief in uns innen steckt die Sehnsucht, dass uns jemand kennt und versteht. Auch wenn wir in der Kirche ein kleines Kind taufen, hat das mit dem zu tun. Wir bringen zum Ausdruck, wir glauben, da ist jemand da, der uns kennt, schon vom kleinen Kind an. Da ist jemand da, der zu uns steht, auf allen Lebenswegen bis ganz am Schluss und der zu uns hebt. Und sogar bei Jesus selber ist das so gewesen. Er ist auch mal getauft worden von Johannes der Täufer. Und dort wird erzählt, in dem Moment sei der Himmel aufgegangen und eine Stimme über ihm hat gesagt, das ist mein lieber Sohn, ich habe ganz fest Freude an ihm. Diese Stimme erklingt über jedem Leben. Auch wenn es auf und ab geht im Leben, auch wenn unser Vertrauen mal erschüttert wird, auch wenn mal Tage von der Kranken kommen, diese Stimme soll nicht still werden. Ich glaube, das heisst auch über unser Leben. Gott sagt, du bist meine Tochter, ich habe so Freude an dir, du bist mein lieber Sohn. Genau.